Es ist aktuell eines der geheimnisvollsten Videospielprojekte überhaupt. Cyberpunk 2077 von The Witcher 3-Entwickler CD Projekt Red. Neue Informationen zum Open-World-Rollenspiel dringen nur tröpfchenweise an die Öffentlichkeit. Doch was bisher über den Science-Fiction-Titel bekannt ist, zeichnet das Bild eines potenziellen Blockbusters, der in den nächsten Jahren die Spielelandschaft ebenso prägen dürfte wie Chris Roberts Mammutprojekt Star Citizen. Dabei ist mit einer Veröffentlichung des fertigen Spiels wohl nicht vor 2019 zu rechnen. Laut den polnischen Entwicklern könnte es sogar 2021 werden. Bis dahin arbeitet CD Projekt eng mit dem Schöpfer des zugrunde liegenden Pen-and-Paper-Rollenspiels Cyberpunk 2020 zusammen, Mike Pondsmith. Der hat im Juli 2017 in einem Interview mit der britischen Webseite Eurogamer einige neue Details zur Videospieladaption seines Babys verraten. Dem Lizenzvertrag zufolge darf CD Projekt etwa gleich mehrere Nachfolger entwickeln. Die Zeitlinie für das Cyberpunk-Szenario sieht vor, dass Pondsmith alles bis zum Jahr 2077 beackert, während die Witcher-Entwickler ab diesem Zeitpunkt völlige Narrenfreiheit haben. Dennoch gibt es jede Menge Berührungspunkte zwischen Pen-and-Paper-Original und Videospielumsetzung. Cyberpunk 2077 spielt in der von Pondsmith erdachten US-Stadt Night City und wird alle 10 Klassen oder Charakterrollen des Pen-and-Paper-Rollenspiels umfassen. Darunter solch interessante Berufe wie Reporter, Hacker, Arzt, Auftragskiller, Schmuggler oder Polizist. Mehrspieler-Features sind angedacht, aber Cyberpunk 2077 soll vorrangig ein Singleplayer-Titel mit starkem Story-Fokus werden. In Sachen Gameplay hat CD Projekt bereits dementiert, dass es sich bei Cyberpunk 2077 um einen Shooter oder einen Titel mit starkem Actionanteil handeln könnte. Man will ein komplexes, klassisches Rollenspiel erschaffen. Gerüchteweise wird der Spieler Hubschrauber oder andere fliegende Vehikel steuern dürfen. Auch von Fahrzeugen und Robotern war bereits die Rede, allerdings steht eine offizielle Bestätigung dieser Features noch aus. Sicher ist dagegen, dass man um den zu Spielbeginn erstellten Protagonisten auch solche NPCs schart, die mit Technologie augmentiert wurden wie in Deus Ex. Solche mit Implantaten vollgestopften Killer drehen im Cyberpunk-Szenario gerne mal durch. Was dann passiert, ist im ersten Trailer zu Cyberpunk 2077 zu sehen. Mit The Witcher 3 hat CD Projekt die Messlatte für das nächste Rollenspiel aus dem internen Entwicklerstudio selbst sehr hoch angesetzt. Doch die Polen scheinen vor Selbstvertrauen zu platzen und versprechen, dass Cyberpunk 2077 das Open-World-Abenteuer von Hexer Geralt in jeder Beziehung übertreffen wird. Das betrifft sowohl die schon jetzt prognostizierten Verkaufszahlen als auch die pure Manpower, die der Science-Fiction-Titel aufrufen kann. Für Cyberpunk 2077 stehen CD Projekt deutlich mehr Entwickler als bei The Witcher 3 zur Verfügung. Die aktuelle Belegschaft gehört mit 600 Mitarbeitern zu den größten in der Branche. Mit von der Partie ist auch der Witcher 3-Komponist, für einen treibenden Soundtrack dürfte also gesorgt sein. In Sachen Entscheidungen, Nebenquests und Storyqualität macht CD Projekt aktuell ohnehin kein anderes RPG-Studio etwas vor. Dementsprechend hoch sind die Erwartungen an Cyberpunk 2077. Das dreckige Zukunftsszenario hat besonders viel Potenzial, denn anders als in The Witcher 3 geht's bei Cyberpunk nicht um klassische Weltenrettergeschichten. Stattdessen wird man auch in Cyberpunk 2077 eher einer der Underdogs sein, der versucht, in einer gefährlichen Welt voll globaler Unternehmen und extrem hochentwickelter Technologie zu überleben. An der Herkulesaufgabe, dieses Szenario, das auch Spiele wie Deus Ex inspiriert hat, 1:1 auf PC und Konsole umzusetzen, haben sich laut Mike Pondsmith bereits mehrere namhafte Publisher versucht. Doch die Lizenzverhandlungen scheiterten jedes Mal daran, dass die Studios zu viele Veränderungen im Vergleich zur Vorlage vornehmen wollten. Laut dem Cyberpunk 2020-Schöpfer hat man mit CD Projekt jedoch den idealen Partner gefunden. Das Team kenne sich mit der Pen-and-Paper-Vorlage bestens aus. Wie das Videospiel jedoch etwa die rundenbasierten Kämpfe des Originals umsetzen wird, darüber schweigt Pondsmith aktuell noch, wie über so vieles.
Laut Eurogamer Interview darf er derzeit so gut wie nichts über das Spiel verraten, doch er und seine Frau sind begeistert von dem, was sie bei jedem Besuch im polnischen Entwicklerstudio zu sehen bekommen. Für Mike Pondsmith hat das Spiel demnach eine ähnliche Sprengkraft wie ein Kinobesuch im allerersten Indiana Jones Film Anfang der 80er Jahre. Was an dieser Aussage dran ist, werden wir wohl erst in ein paar Jahren erfahren. Wenn auch vielleicht nicht 2077, dann doch wahrscheinlich 2019.